90% der Diäten scheitern langfristig und der Grund könnte dich überraschen. Es liegt nicht an mangelnder Willenskraft, sondern an einem geheimen Gegner, der in uns allen lauert. Viele von uns haben wiederholt versucht abzunehmen mit Diäten, die von streng bis moderat versprechen, die Kilos purzen zu lassen. Am Anfang klappt das, aber dann kommt es zum Stillstand. Und nicht nur das, der Jojo-Effekt schlägt zu und die verlorenen Kilos finden ihren Weg zurück und sogar mehr davon. Warum? Die Antwort liegt im Hungerstoffwechsel. Das Geheimnis, um diesen Zyklus zu durchbrechen, ein Verständnis des Hungerstoffwechsels und Strategien, um diesen zu überlisten. Es ist kein Hexenwerk, sondern eine Frage der richtigen Ansätze und Techniken. Stell dir vor, du könntest abnehmen und dein Wunschgewicht halten, ohne ständig gegen den Jojo-Effekt anzukämpfen. Wie würde das dein Leben verändern? Besserer Schlaf, mehr Energie, verbessertes Selbstbewusstsein. Die Vorteile sind endlos. Und genau das ist möglich, wenn du den Hungerstoffwechsel verstehst und richtig darauf reagierst. Aber was ist der Hungerstoffwechsel genau und warum spielt er eine so entscheidende Rolle bei Diäten und Gewichtsverlust? Es gibt eine Falle, in die viele unwissentlich tappen, wenn sie versuchen abzunehmen. Und diese Falle kann langfristige Auswirkungen auf deine Gesundheit und deinen Stoffwechsel haben. Stell dir vor, dein Körper ist ein hochentwickeltes Auto, das auf Effizienz getrimmt ist. Während einer Diät schaltest du es in einen Sparmodus, ähnlich wie ein Hybridauto, das in den Elektromodus wechselt, um Treibstoff zu sparen. Aber was, wenn du wieder normal essen willst? Kann dein Körper einfach zurück in den Normalmodus schalten? Oder gibt es langfristige Konsequenzen? Genau das werde ich in diesem Video aufdecken. In den nächsten Minuten werden wir tief in die Wissenschaft des Hungerstoffwechsels eintauchen, verstehen, wie er funktioniert, warum er für Gewichtsverlust Bemühungen sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein kann. Vor allem, wie du ihn zu deinem Vorteil nutzen kannst, bleib dran, denn das, was du lernen wirst, könnte alles verändern. Bevor wir uns genauer mit unserem Stoffwechsel beschäftigen, stelle dir diese Situation vor. Was passiert, wenn du versuchst, ein Auto zu fahren, das keinen Treibstoff mehr hat? Es geht einfach nicht. Wenn unser Körper nicht genug Nahrung bekommt und in den Hungerstoffwechsel übergeht, tut er im Grunde dasselbe. Aber anstatt einfach anzuhalten, beginnt er, seine eigenen Energiereserven zu nutzen. Ähnlich wie wenn jemand anfangen würde, die Möbel zu verbrennen, um das Haus warm zu halten. Das klingt vielleicht erstmal nach einer cleveren Notlösung, ist aber langfristig schädlich. Warum? Weil der Körper dabei auch wertvolle Muskeln abbaut, um an Energie zu kommen. Das schwächt nicht nur unsere körperliche Kraft und Fitness, sondern verlangsamt auch den Stoffwechsel, was das Abnehmen noch schwieriger macht. Kurz gesagt, der Hungerstoffwechsel ist eine Überlebensstrategie unseres Körpers, die in modernen Zeiten, wo Nahrung normalerweise ausreichend zur Verfügung steht, mehr Probleme als Nutzen bringt. Teil 1. Was ist der Hungerstoffwechsel? Der Hungerstoffwechsel ist wie der heimliche Mitbewohner, von dem du nicht wusstest, dass du ihn hast. Er schleicht sich ein, wenn du zu wenig isst und dein Körper denkt Alarmstufe Rot. Wir werden hier verhungern. Anstatt weiterhin fröhlich Kalorien zu verbrennen, geht dein Körper in den kompletten Sparmodus und alles wird gespeichert für die vermeintliche Hungersnot. Teil 2. Warum tritt der Hungerstoffwechsel auf? Stell dir vor, deine Lieblingsjeans wäre auf einmal 3 Nummern zu groß. Toll, oder? Dein Körper findet das allerdings nicht so klasse. Er mag Veränderungen ungefähr so gerne wie Katzenwasserbäder. Wenn du also plötzlich weniger isst, denkt dein Körper, es sei Zeit für den Weltuntergang und schaltet auf Überleben um, indem er alles verlangsamt, ja sogar die Art, wie er Kalorien verbrennt. Teil 3, die Folgen des Hungerstoffwechsels. Hier wird es haarig, wenn dein Körper im Sparmodus ist, könnte er anfangen, Muskeln abzubauen, weil er denkt, du bräuchtest sie nicht zum Überleben. Das ist so, als würde dein Auto entscheiden, Teile des Motors zu verkaufen, um Benzingeld zu sparen. Nicht gerade die beste Langzeitstrategie, oder? Teil 4.
Wie kannst du den Hungerstoffwechsel überlisten? Jetzt, wo wir wissen, dass unser Körper sich wie ein störrisches Kind verhält, das nicht hören will, müssen wir klug sein. Wie überzeugt man einen Fünfjährigen? Mit Tricks. Ähnlich können wir unseren Körper überlisten, indem wir ihm zeigen, dass wir nicht wirklich in einer Hungersnot sind. Wir essen also nicht nur regelmäßig, sondern auch klug, intelligent. Um unseren Körper weiter zu überlisten, integrieren wir ein wenig Krafttraining als Spielzeug. Das zeigt unserem Körper, dass er die Muskeln braucht und nicht abbauen sollte. Fazit: Iss dich satt. Aber vom Richtigen. Und wenn du auf der Suche nach leckeren, gesunden Mahlzeiten bist, die perfekt zu diesem Ansatz passen, habe ich etwas Besonderes für dich. Hol dir mein kostenloses Rezeptebuch, das du dir als E-Book herunterladen kannst, mit köstlichen Low-Carb-Kochrezepten. Diese Rezepte sind nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch perfekt darauf abgestimmt, deinen Hungerstoffwechsel zu vermeiden und deine Muskeln zu erhalten. Dazu erhältst du zudem mein VIP-Abnehmvideo. Und jetzt noch Teil 5, langfristige Strategien gegen den Hungerstoffwechsel. Langfristig gesehen ist der beste Weg, diesen heimtückischen Mitbewohner auszutricksen, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung. Das ist wie eine Wegeversammlung, bei der klare Regeln aufgestellt werden, damit jeder zufrieden ist. Und gelegentlich kannst du deinem Körper einen Cheat Day gönnen, quasi einen Joker einbauen für deine Zellen, um sie bei Laune zu halten. Zusammengefasst ist der Hungerstoffwechsel ein cleverer Mechanismus unseres Körpers, um uns am Leben zu halten, der aber in der modernen Welt, in der der nächste Supermarkt nur ein Steinwurf entfernt ist, ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Indem wir unseren Körper verstehen und klug mit ihm zusammenarbeiten, können wir sicherstellen, dass wir beide, wir und unser innerer Sparmodus, glücklich und gesund bleiben. Schau dir dazu auch mein Video an über die 5 schlimmsten Fehler beim Abnehmen, welche du unbedingt vermeiden solltest. Viel Spaß damit!